Hallo, hier bin ich wieder. Mein Name ist Karl, ich bin Privatdetektiv und in der letzten Folge habe ich hier eine Hütte gefunden und ich habe das Feuer angemacht. Nach einem kleinen Startproblem, aber jetzt brennt das Feuer immer noch und ich habe auf der Karte halt gesehen, jetzt bin ich hier. Am Anfang war ich da unten, wo steht Raststätte, und jetzt bin ich halt hier und ich muss sehen, dass ich da oben hinkomme. Zum Gemüsewarenladen. So, das heißt, wir können uns erstmal wieder ein bisschen vielleicht auf den Weg machen. Die Frage ist nur, werden wir das bis zum Laden schaffen? Wir hatten in der letzten Folge einen Unfall. Irgendwer hat uns von der Straße gedrängt und ja, wir wissen nicht, wer es war, ob das Absicht war oder nicht. Und ich würde mal sagen, ich mache hier mal aus. Und dann, wenn hier nichts mehr zum Einsammeln ist, nö, gehe ich erstmal wieder nach draußen, mache die Tür auf, so, und ich muss jetzt, hier kann ich nicht weiter, also das heißt, ich muss erstmal wieder zurück. Da ist mein Wagen, der ist leider kaputt. So, ich muss jetzt gucken, muss ich jetzt hier lang oder... Der Pfeil zeigt in die Richtung, okay. Dann müsste ich wohl in die Richtung gehen können. Aber ich kann nicht weitergehen. Okay, irgendwas muss hier wohl noch gemacht werden. Aber was? Okay, der Wagen hat sich auch gedreht. Da ist irgendwas runtergekommen. Der Driver hat taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Ein neuer Notizbucheintrag. Wo ist das? Nein, da nicht. Hier ist es ja auch nicht. Moment, hier habe ich die Karte. Notizbucheintrag. Oder Notizbuch ist ja das, aber... Ja, nur das Kleine hier. Der Unfall? Ein eisiges Geheimnis. Das Wetter spielt verrückt. Hier gefühlte 30 Grad kälter als in der Vorhersage. Okay. Gut, das war dann nicht, da ist neu, aber... Was haben wir hier? Box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Oh, ein Foto. Wer ist das? Gut. Oh, warte mal. Mit einem Esel-Hilfekasten können Karls Muttenfell. Okay. Ja, er hat noch die Hälfte vom Blauen. Und wie weit kann ich das da denn? Aha, Dokumente. Da kann ich jetzt rein. Das ist die Fotografie. Isabelle. So heißt die Dame also. Isabelle. Ach, Isabelle. Komm zu mir und spiel mit meinem Bällen. Was? Ups, nein, nicht auf die Karte. Weg mit der Karte. Okay. Hier ist ja nicht zu finden. Ja. Er hat kalte Hände.
Ketten montieren. Warum Ketten montieren? Damit ich da wieder rauskomme oder was? Ha. Da habe ich Ketten. Das ging aber rucki zucki hier. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Okay, ja, ich hab's verstanden. Inventar? Nein, hier nicht. Warte mal, Ausrüstung. Ausrüstung? Ist das hier? Nein. Da muss doch Inventar. Holz. Ich habe ein Holz. Leere Flasche, die Zange, Anzünder. Wo ist jetzt mein... Hä? Wieso sind da 10 Bilder drauf von 20? Da war doch vorher 0. Gar keine Bilder gemacht. Hier sind nur die, oder nur hat das Bild, aber Holz, leere Flasche. Wo bitte schön ist denn das Medikit? Was ich da eingesammelt habe. Bei Inventar ist das nicht. Ach da. Stimmt. Ah ja, ich werde alleine. Okay. So. Wow, man sieht ja gar nichts. Ich muss erstmal mit dem Wagen fahren. Aber zu Fuß konnte ich da ja nicht weiter. Es ist ziemlich kalt, ihm geht es nicht so gut. Mann, das ist eine Region. Bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Hmm. Muss richtig kalt sein, ey. Man erkennt die Straße so gut wie gar nicht. Auweia, 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 auweia. Ui, da muss jetzt geladen werden. Das ist aber... Verabredung, hab eine Trophäe erhalten. Wir müssen Waffen laden, ganz groß und dick. Untersuchen. The monks wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Und warum macht er nicht den Motor aus? Aufschließen.
fehlt wohl was. Okay. Aber da fehlt ja was, klappen Schlüssel. Oh Gott. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Kamera auspacken. Gut. Muss ich halt ein Foto machen von ihm. Knips. So. Bild behalten. Wieder Trophäe erhalten. Fotograf. Muss ich auch die Akte da untersuchen? Also, pack sie erstmal weg. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Tja, ich glaube, jetzt kriegen wir kein Geld mehr. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Mr. John Faug, oder wie spricht man das aus? Von Montreal. Okay. 1305, 25 und so weiter. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Echt auch Zigaretten? Cola. Cola, ja. Dosen Erbsen. Resident, was auch immer. Evil oder was? Dosen? Nein. Untersuchen. Keine Lust gerade auf Ahornsirup. Aha. Kann aber lecker sein. Habe ich noch nie gegessen. Was? Nicht beschriebene Dosen. Hier im Norden essen die seltsames Zeug. Hallo kleines Mädchen, du machst also Werbung für Cola, das ist aber nicht gut. Wie heißt du? Lisa? Passt doch dir. Ach du Heilige. Ja, schön, ich wollte gerade da oben mal eine kaputte Uhr. Wie nett. Ja. Ich weiß, es ist empfohlen, einschalten, klar, geht nicht, ist ja was kaputt. Also Lampe raus und die Frage ist, brauche ich auch Batterien für die Lampe, wenn ich schon hier erfrieren kann? Einschalten, geht nicht, weil draußen ist eben Strom kaputt. Leiter bewegen. Geh mal weg hier. Ja? Dann kann ich das mitnehmen. Erste Hilfekasten. Einschalten. Geht nicht. Oder so. Okay. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Okay, Nachricht von Gilles. wissen Sie was, Hamilton? Ich habe ein Kratzen im Hals. Und wenn man ein Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könne die Kunden anstecken, nicht wahr?
Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir ein Attest vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss ich in dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben. Außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er ja Ihnen. Hochachtungsvoll, Ihr treuer Angestellter Zweis. So. Telefonhörer abnehmen oder nehmen. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Okay. Ist hier Geld drin? Keine Ahnung, ist da Geld drin? Nö. Oder doch? Da ist ein Schlüssel. Briefkastenschlüssel. Geld kann ich nicht nehmen? Oh komm. Wenn man doch wirklich irgendwas kaufen oder so. Ich nehme das Geld hier rauf und kaufe den damit ein, hier im Laden. Und dann bezahle ich damit. Wie wär's? Ich meine, Geld ist halt da nicht geklaut. Ich leg's ja damit zurück. Ich habe damit eingekauft. Was ist das? Werkstattschlüssel. Okay. Ich lasse das mal auf, dann weiß ich, dass ich die schon hatte. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Schuldnerliste, oh Gott. Alle, die bei ihm Schulden haben. Eine Louise Blaise. 1352. Einer Rank. Oder was? Was? Na egal. Und dann kommt ein Wilfried Roy. Wieder so ein ausländischer Name. Rian. Oder so. Sausul. Okay, keine Ahnung, wie Namen wichtig sind. Was ist das? Klebeband. Okay, wofür auch immer. Da ist nichts drin, was ich mitnehmen kann. Und hier auch nicht. Die hier sind leer, okay. Hier drin im Laden kann ich auch nicht laufen. Aha. Was ist denn hier noch? Briefkästen? Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. A nice picture of the Magasin La Chance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Okay. Was ist da? Noch eins untersuchen. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Gut, ich erkenne jetzt gar nichts hier. Untersuchen. Der Laden dient auch als Postfiliale. Für die Leute hier, ja. Aber Flugblatt lesen, okay. Mal gucken, ist das dasselbe?
Ja. Der Klondike von Quebec. Oder so. War dann doch nicht dasselbe. Oha, viel Papier liegt hier rum. Bedienungsanleitung für Kasse. Aha. Preis ein. Ja, das habe ich ja gemacht. Das habe ich auch gemacht. Hallo, so blöd bin ich nicht. Ja? Ich weiß immer so was Altes noch bedient. Und auf das Gerät schlagen, wenn es sich nicht öffnet. Okay. Eine Sekretärin wäre hier Gold wert. Ja. Da ist auch die Karte. Schalter umlegen. Strom ausgeschaltet. Strom vom Generator. Ich mach mal aus. Ausschalten. Aus. So. Alles aus. Dann ist hier. Was ist das? Ein buntes hier. Ach, Schraubendreher. Okay. Könnte Waschputlein. Oder ist das Tierfutter? Das ist Tierfutter. Katzenfutter. Und Kellogg's. Okay. Das scheint Zucker zu sein. Passt ja dazu. Und ansonsten. Ja. Bekomme ich hier die Tür auf? Ah ja. Huch. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Das waren noch keine Bären, das waren Wölfe. Was ist das hier? Für Eisklumpen? Kamera auspacken. Neue Notizeintrag. Okay, mal gucken. Was schreibt er denn hier alles rein? Dort hatten wir vorhin. Mord an Hamilton, Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bilder. Ha. Das ist ja nur dieses eine Notizbuch. Mehr hat er ja nicht. Ach, ich kann das auch noch bewegen. Na, gucke mal. Ah, okay. Das muss man jetzt mal wissen. Der Unfall. Ein Unfall. So ein heftiges Erlebnis habe ich seit Korea nicht mehr gehabt. Verlassenes Fahrzeug. Wer war da am Steuer des anderen Fahrzeugs? Wer auch immer es war, er hat nicht die geringste Chance, wenn er zu Fuß weitermachen will. Und warum hatte er es überhaupt so eilig? Da ist diese Kiste, die wir noch gefunden haben. Eine verflossene Kasten. Wäre es falsch, an den Blick hineinzuwerfen? Bestimmt würde ich einen Hinweis darauf finden, wer der rücksichtslose Fahrer war, aber dafür muss ich zuerst einen passenden Schlüssel finden. Okay. Dann kommt das hier wieder? Nee. Warte mal, kann ich auch hier oben noch mal gucken? Oder? Eieiei, gibt's da noch mehr? Ich würde sagen, ein Fall von Vandalismus, das lesen wir dann in der nächsten Folge, oder besser gesagt, lese ich in der nächsten Folge vor. Bis dahin, mach's gut und erfriere nicht draußen, ne? Bye, bye.